Moin und hallo aus Nordfriesland. Mit meinem heutigen Video bewerbe ich unsere Demonstration am 4.11. in Neumünster. Wir gehen dort auf die Straße, um gegen die stetig steigende Migrantengewalt zu demonstrieren. Ich zeige Ihnen jetzt ein Video, welches vor kurzem in einer Einkaufspassage in Neumünster aufgenommen wurde. Wenn Sie von Gewaltbildern getriggert werden, schalten Sie dieses Video jetzt bitte aus. Und als ob diese Bilder, die tägliches Geschäft auf den Straßen Schleswig-Holsteins sind, nicht schon genug wären, kündigt Oberbürgermeister Bergmann von der SPD die Aufnahme weiterer 750 teils illegaler Migranten für Neumünster an. Ich zeige Ihnen jetzt hier noch einen kurzen Ausschnitt aus seiner Ankündigungsrede für die Aufnahme weiterer Migranten. Das notwendige und schlüssige Ergebnis des Integrationsgipfels bedeutet eine Mehrbelastung für Neumünster. Eine Mehrbelastung, weil in Neumünster 750 zusätzliche Plätze in der Erstaufnahme entstehen werden. Eine Mehrbelastung, weil wir einen zweiten Standort mit der Hindenburg-Kaserne haben werden. Und eine Mehrbelastung, weil künftig Menschen ohne Bleibeperspektive in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen bleiben werden. Kommen Sie deshalb am 4.11. nach Neumünster, gehen Sie für Ihre Rechte auf die Straße, unterstützen Sie uns und kommen Sie am 4.11. nach Neumünster. Wir sehen uns dort. Ich freue mich schon auf Sie. Bis dahin.